Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Hier seht ihr meine Caracara-Orange aus dem letzten Video. Die hat ja hier so schöne Schossertriebe. Im letzten Video habe ich gesagt, dass ich die Triebe oben abgeschnitten habe, dass sie nicht mehr weiter wachsen. Und jetzt wurde unter dem Video gefragt, was ist besser bei den Trieben? Ist das besser, wenn man sie gleich herausschneidet oder wenn man sie erst zum Frühjahr herausschneidet? Vom Prinzip ist das Beste, was man machen kann, sobald man sieht, dass Schossertriebe sich entwickelt haben, diese herauszuschneiden. Man kann eine Pflanze relativ gut erkennen, wo diese Triebe angefangen haben. Und da schneidet man kurz unterhalb dieser Stelle schneidet man ab. Bei Zitruspflanzen achtet man immer darauf, dass man knapp oberhalb einer ruhenden Knospe abschneidet, sodass dann an der Stelle, wo der alte Trieb entfernt worden ist, das Ganze sich noch verheilen kann und von der Stelle dann praktisch ein neues Fruchtholz sich wieder entwickeln kann. Es gibt prinzipiell zwei Schneidmaßnahmen bei Zitronen. Einmal ist es der Erziehungsschnitt und der Erhaltungsschnitt. Den Erziehungsschnitt kann man vom Prinzip über das ganze Jahr machen. Das sind immer so kleinere Schneidearbeiten, sprich, wenn man feststellt, da ist jetzt ein Trieb, der jetzt in die Pflanze hereinwächst, das sind zwei Triebe, die relativ parallel wachsen und man möchte einen erhalten. Und dann gibt es natürlich der Erziehungsschnitt ist der, den man das ganze Jahr machen kann. Und der Erhaltungsschnitt, das ist das, was man im Frühjahr macht. Hier ist jetzt zum Beispiel ein gutes Exemplar, da kann ich jetzt mal herausschneiden. Das wäre jetzt ein vertrockneter Trieb, das gehört jetzt zum Thema Erhaltungsschnitt. Also sprich, alles, was damit zu tun hat, die Gesundheit der Pflanze zu erhalten, gehört zum Erhaltungsschnitt. Und alles, was zum Erziehungsschnitt gehört, sind solche Dinge, die einfach die Pflanze in Form bringen. Vom Prinzip sind die Haupttermine eben im zeitigen Frühjahr oder späten Winter, wo die Pflanze mehr oder weniger noch ein bisschen in der Ruhephase ist und dann, bevor sie austreiben kann und sich dann weiterentwickeln kann, da macht man eben die Hauptschnittmaßnahmen. Und sonst so über das Jahr, wie gesagt, dann nimmt man so kleinere Schnitte, sprich, wenn da ein Schosser kommt, dann kann man den herausschneiden, so wie das zum Beispiel bei diesem Schosser der Fall ist. Muss man gucken, beste Stelle, oberhalb von einer ruhenden Knospe schneidet man ihn heraus. Und das können wir auch mit diesem Trieb machen. Da war jetzt in dem Fall, an einem Trieb waren zwei Schosser, das heißt, man nimmt eben entsprechend den einen Schosser heraus und den anderen auch und sorgt damit, dass die Energie bei der Pflanze nicht in den Schossertrieb hineingeht, weil der eben auch die Energie, einmal die Nährstoffe nimmt er komplett weg, er saugt sozusagen stärker das Wasser, alles was so für das Wachstum Energie bedeutet, nimmt dieser Schossertrieb weg. Und wir wollen ja jetzt so, wenn draußen noch über 20 Grad volle Sonne ist, dann wollen wir das natürlich ausnutzen, dass die Zitrusbäume richtig schön sich noch entwickeln, blühen, eventuell noch Früchte bringen. Und das ist das Hauptkriterium, warum man eben solche Schosse herausnimmt. Würde die Pflanze jetzt wild in der Natur wachsen, wäre das nicht so dramatisch, dann könnte die schießen, wie sie möchte. Sie würde sich natürlich entsprechend entwickeln, wie sie das möchte. Wir haben immer so die Tendenz, alles erziehen zu wollen und deswegen ist das auf der Terrasse auch gar nicht schlecht, wenn wir die Schosser entfernen, weil dann bleibt der Baum einmal schön kompakt und wächst und wuchert nicht so, wie er es für sich für richtig erachtet. Ja, das ist ein schöner Schosser. Prinzipiell kann man jetzt daraus nicht unbedingt einen Steckling machen. Das Problem bei der ganzen Sache, ein Steckling müsste ein bisschen verholzt sein. Deswegen Schosser kommen prinzipiell in die Komposttüte oder auf den Komposthaufen. Und dann kann man da mit der Pflanze so weitermachen. Woran erkennt man einen Schosser? Ein Schosser ist ein Trieb, der sehr schnell wächst. Und daher auch der Name Schosser. Und da schießt das Wasser sozusagen in den Trieb und nimmt der Pflanze die Energie. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zum Thema Wasserschosser oder Schossertriebe erklären. Zusammenfassend kann man also sagen, sobald er auftritt, gleich rausschneiden. Denn er nimmt Energie der Pflanze weg. Das kann man über das ganze Jahr machen. Den Erziehungsschnitt kann man auch über das ganze Jahr machen, wenn jetzt irgendwo ein Trieb quer wächst oder
das nicht so sich entwickelt, wie man möchte, wie man das so beim Frühjahrsschnitt festgestellt hat. Man denkt, die Pflanze, ja, die ist jetzt super geschnitten, und stellt man über den Lauf vom Jahr fest, da wächst irgendwas, wie es nicht sollte. Das ist dann der Erziehungsschnitt, und der Erhaltungsschnitt ist eben das, was im Frühjahr passiert oder was über den Winter zum Beispiel passiert ist, was man dann im Frühjahr ausbessern möchte, damit die Pflanze eben nicht krank wird. Ja, ich hoffe, ich konnte das zusammenfassen. Wenn ihr Fragen habt, runter in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich mache jetzt noch die letzten zwei Wasserschosser weg, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann.